Dann machen wir ihn, den letzten Test von Peter Parker an Miles Morales. Ich begrüße euch zu eben jenem Spiel Spider-Man Miles Morales zurück auf der PlayStation 5. Ich bin euer Kellervater, schön, dass ich wieder da bin. Der letzte Test, versuchen wir ihn, diese Spider-Prüfungen waren kacke. Also ich habe sie nicht gemocht, sagen wir mal so. Hier lang. Zumindest zum Teil. Manche waren witzig, aber die meisten waren eher nicht so mein Fall. Gehen wir es mal an und schauen mit sehr viel Geduld jetzt mal da rein. Oh Hund, ich habe was Neues für dich. Ich habe einen neuen Kongbären für den Hund gekauft. Sobald er den alten komplett zerlegt hat, die Innereien rausgerissen hat, kriegt er ihn. So, gib's mir. ESU, die heiligen Hallen. Meine Alma Mater, habe ich dir je erzählt, was bei meinem Start hier passiert ist? Geh zur Markierung und erlebe die Geschichte selbst. Das wird lustig. Das wird nicht lustig. Mach dich auf einen ernsthaften Kampf gefasst. Das klingt nicht geil. Wo ist die Markierung? Ich sehe keine Markierung. Wo ist die Markierung? Ich sehe keine Markierung. Ich sage jetzt einfach mal, das ist hier. Ah, hier! Am allerersten Tag am College. Ich mach Vogelfutter aus dir, Spider-Man! Ich kann nichts machen, oder? Doch. So, besser kann ich Vulture nicht. Da hatte Peter aber Spaß. Ah, der ist gleich zu besiegen. Super Geschichte. Immer mische dich ein, Spider-Man. Warum darf ich meine sinnlosen, unnötigen, dramatischen Verbrechen nicht in Ruhe begehen? Klingt, als wäre diese Waldschlangennummer irgendwie Therapie für Pete. Schaut so aus, gell? Ich bin alt. So. Wusstest du schon, dass ich Shakespeare mag? Wirklich, ich liebe ihn. Aber ich zitiere Hamlet, ich schmelze. Hammers? Was ist das nächste? Oh, was für eine Welt. Was für eine Welt. Ein harter Kampf, aber er wurde schwächer. Dann, als ich gerade dachte, ich könnte gewinnen, tauchte Vultures böserer Zwillingsbruder auf. Ein böserer Zwillingsbruder, ganz genau. Schon Nummer 2, Alter. Was? Was? Zu viel Schaden. Ja. Eine harte Nuss. Hä? Ja, das mit Waldschirm Nummer 2 ist echt hart. Muss ich jetzt nochmal alles von vorne machen? Jawohl, Gott sei Dank. Zwei? Das wird echt krass. Wie fühlt es sich an als Metapher für Jugendlichen über einfach? Waldschirm Nummer 2. Warte mal. Ich hab schon auf die Vogelwitze gewartet. Ja. Warum sind wir so böse? Alter Nummer 2. Wegen der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist schuld. Und übergroße Egos zusammen mit der Kopfigkeit. Hopp. Wo ist er denn?
Come on. Come on. Hier komme ich. Der nächste Sprintangriff. War's das? Puh, das war schwer. Also das war fordernd. Dass ich immer ein Junge aus Queens sein werde, diese Kraft aber mit mir nehmen kann. Nach Manhattan, an die Westküste, wenn nötig sogar bis zum Karrier. Zum Karrier, Silver Saber. Ich sollte ihm mal einen Dankesbrief schreiben, wie auch immer. Gut gemacht, Miles. Fotografisches Spinnentraining offiziell beendet. Das war geil. Das war fantastisches Training. Das war wirklich geil. Das Kampfdesign, Pete. Gut gemacht. Pete's erster Schurke, abgeschlossen. Was, das ist mein neuer Anzug? Schaut irgendwie witzig aus. Stufe 7, Stufe 8. Der schaut wirklich witzig aus. Visiermodifikationsplatz freigeschaltet. Leute, da ist jetzt wirklich was weitergegangen. 5% Schwunggeschwindigkeit, das freut mich. Plus 5% Schaden für Venom. Da ist was weitergegangen. So, Anzüge. Warte mal, Geräte, es gibt was Neues. Seht ihr das? Nein, das ist nichts Neues. Das ist gar nichts Neues. Warte mal. Unerschwinglich, leider. Aber bei den Anzügen, das ist jetzt der neue Miles Morales 2020 Anzug. Witzig. Okay, aber wir haben hier einen neuen Platz. Neben unverwüstlich reduzierten Schaden haben wir jetzt auch noch was Unerschwingliches. Angriffe nach perfekten Ausweichen verursachen für 5 Sekunden 50% mehr Schaden, erzeuge geringe Gesundheit pro Treffer an Venom geschockten Gegnern. Das wäre ganz geil, aber da brauchen wir noch, da brauchen wir noch. Aber Fertigkeiten, und das wird jetzt witzig. Stufe 9 gesperrt. Was? Ich bin doch Stufe 8, okay. So, da haben wir halt für einen Venom-Reißerangriff gedrückt. So, Venom-geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihre Venom-Schocker. Geil. Venom-geschockte Gegner erleiden 50% mehr Schaden durch Basisangriffe, ermöglicht das Ansparen eines zweiten Finishers, verringert die Combo-Anforderung für einen zweiten Finisher auf 10. Besondere Gegner können mit zwei Finishern besiegt werden. Ich mach lieber das. Cool I.O. Nice! Pete's erster Schurke. Ist ja voll geil. Der Anzug ist interessant. Lassen wir den einfach mal drinnen. Wir haben jetzt eine Hauptquest zu machen. Oder schauen wir mal ganz kurz nach links. So, Aktivitäten. Mein Laster ist lahmgelegt. Das gibt so richtig viele Aktivitätsmarken dafür. Die könnte man halt echt machen, statt diesen lahmen Verbrechen, die wir eigentlich alle abgeschlossen haben, merke ich gerade. Okay, mein Laster ist lahmgelegt. Nach dem Cut.